Servus! Ja, servus, Freunde des guten Gamings. Willkommen Genau. in Kapitel 4, Ja. wo wir nur noch am Rumlaufen sind. Genau, ist halt nur. Sogar Papa wollte, dass ich komme und dich hole. Papa hat mit mir geredet. Verstehst du, was das heißt? Er hat es von ganz oben gehört. Bedeutet nichts. Und dein Tod wird auch nichts bedeuten. Glaubst du wirklich, du bist jetzt etwas Besseres, weil sie dir diese Schulterklappen angesteckt haben? Ihnen gehen die Offiziere aus. Und jetzt verheizen sie uns alle. Blub, blub, blub. Das sind wohl diese Bruchstücke der Erinnerung, keine Ja, Ahnung, ja. dass man halt. Es kommt so die ganze Wahrheit ans Licht. Ja, genau, was wirklich da passiert ist. Verräter? Nein. Die Heeresleitung hat uns verraten. Mir geht es nicht nur um dich oder mich. Du trägst Verantwortung für deine Kompanie, Paul. Du allein. Verstehst du, was das heißt? Verstehst du das wirklich? Denk drüber nach, was ich gesagt habe. Zum ersten Mal in deinem Leben triff deine eigene verdammte Entscheidung. Bitte. Zeichen und Tagebuch. Ohne Mut und Rückgrat. Ein alter Krüppel und Feigling, der seine Kinder kämpfen lässt. Ein Perverser, der nicht kämpfen konnte und nicht mehr als den Knabentod verdient. Ihr ewiges Leiden, ihre Schmerzen, ihre Feigheit, das ist dein Blut. Aber du bist schlimmer als sie. Ein schöner Leutnant bist du. Deine ganze Kompanie. Hättest du nicht wenigstens den Anstand haben können, zu verrecken wie die anderen? Nein. Nein. Plapper mir nicht alles nach. Hättest du nicht wenigstens den Anstand haben können, zu verrecken? Nein.
Oh, jetzt sind wir wieder daheim. Ja, wieder daheim. Hier sind keine Überlebenden. Ich bin mir sicher, ich habe etwas gehört. Hier sind keine! Sei mal still! Hier, da ist einer! Hände hoch! Wirf den wieder ins Wasser, der ist ja noch zu klein! Und der versteht bestimmt auch kein Wort Französisch. Halt den Mund! Und du, Hände hoch, habe ich gesagt! Ah, ich bin geblendet. Ja, ne? So grell. Ja, jetzt sind wir wieder hier im Garten. Im Wintergarten, in dem Gewächshaus. Wer ist... Ah, da sitzen sie alle. Ja. Nehmen Sie Platz. Ja, ich nehme. Platzen Sie. Hi. Nochmal Gold. Mhm. 3 Golderfolge jetzt auf einmal geholt, ey. Läuft. Ah. Chris braucht kein Schwein. Toll! Vielleicht wollte ich das doch sehen. Du bist ja Depp, ey. Ja. Ja. Geiles Spiel auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Spiel hat Fun gemacht. Ja, wenn man... Wenn da nicht so diese gewissen Mechaniken wären. Ja. Und der ganze Lesekram, gut, das kann nicht alles perfekt sein, aber... Ja. Das Spiel hat auf jeden Fall was. Ja, wenn man so bedenkt, wir waren eigentlich die ganze Zeit der Paul. Richtig, genau. Ja. Ende auch sehr nachdenklich. Mhm. Das auf jeden Fall. Ja, wir werden auf jeden Fall noch das schlechte Ende spielen. Ja. Aber privat. Und wir gucken, dass wir alle Erfolge kriegen. Ja. Weil das kann man nämlich gut auf Platin spielen, das Spiel. Ja, das nächste Projekt wird jetzt definitiv Tomb Raider sein. Definitiv Edition. Ja. Ja. Sollte ja eigentlich schon nach Outlast 2 kommen. Ja. Aber da haben wir jetzt eben halt das hier noch reingequetscht. Genau. Aber danach kommt auf jeden Fall Tomb Raider. Ja. Ja. Definitiv 100.000%ig versprochen. Genau. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja. Ja. Als dann, wir bedanken uns für eure Anteilnahme bei diesem Spiel. Ja, wir hoffen, es hat euch super gefallen. Ja. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abonnement da. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu unserem neuen Projekt. Tschüssi! Tschüss.